Basilus Mummelpelz und Hieronymus Kragenpeter. Der Bär Basilus Mummelpelz stand vor der Wohnung seines Vetters, des Kragenbären. Hieronymus Kragenpeter, bist du zu Hause? Fragte er und klopfte mit der Tatze an die Höhlenwandung. Drinnen regte sich nichts. Nur ein schwaches Brummen war hörbar. Basilus Mummelpelz klopfte energischer. Kragenpeter! Bist du zu Hause? Hieronymus! Nein, ich bin nicht zu Hause, sagte Hieronymus Kragenpeter aus der Tiefe der Höhle und grunzte unwillig. Du weißt doch, dass ich mich nach Tisch immer hinlege. Hieronymus, sagte Basilus Mummelpelz, wenn ich dir sage, warum ich gekommen bin, wirst du gleich zu Hause sein. Hieronymus Kragenpeter erschien in der Höhlenöffnung und verneigte sich viele Male. Das tun die Kragenbären und es sieht sehr verbindlich aus. Hieronymus aber war gar nicht verbindlich, denn er murmelte was über die Störung und rieb sich mit den Tatzen den Schlaf aus den Augen. Du, Hieronymus, ich habe ein Honignest entdeckt. Ein süßes, heimliches Honignest. Wo? Fragte Hieronymus Kragenpeter und trottete auf allen Vieren los. »Warte, warte, ich zeige es dir«, sagte Basilus Mummelpelz und beeilte sich, nachzukommen. »Du läufst ja in die falsche Richtung. Du musst woanders hinlaufen.« »Wo?« fragte Hieronymus Kragenpeter und kehrte eilig wieder um. »Du könntest statt »wo« auch mal »danke« sagen«, meinte Basilus Mummelpelz. Siehst du, wie du zu Hause gewesen bist? Basilus Mummelpelz und Hieronymus Kragenpeter trotteten nebeneinander her, emsig und mit einwärts gekehrten Füßen, wie fette Herren, die gerne zu Tisch gehen. Das Honignest war in einem hohlen Baum, der zwei sehr kleine Astlöcher hatte. Es duftete ungemein lieblich darin. Basilus Mummelpelz grunzte vor Vergnügen. Hieronymus Kragenpeter gurgelte vor Wonne. »Hier sind die Löcher. Dies hier scheint größer zu sein«, sagte Basilus Mummelpelz. »Wo?« fragte Hieronymus Kragenpeter und versuchte, den Kopf hindurchzustecken. »Es geht nicht. Das Loch ist zu eng. Ich habe Kragenweite 113. Basilus, du musst es versuchen. Aber iss den Honig nicht alleine auf.« Basilus Mummelpelz schüttelte den Kopf und brummte. »Ich habe Kragenweite 119«, sagte er ergeben. Hieronymus Kragenpeter krabbelte mit der Tatze im Loch herum. »Auch das geht nicht«, sagte er enttäuscht. »Ich habe Tatzen Nummer 14. Basilus, du musst es versuchen.« »Ich habe Tatzen Nummer 16«, sagte Basilus Mummelpelz und sah erbost auf seine großen Pfoten. »Basilus, man wird die Nase hineinstecken müssen«, sagte Hieronymus Kragenpeter. »Aber du musst es zuerst versuchen. Du bist der Ältere.« Basilus Mummelpelz stopfte seine Nase tief in das Astloch. Es duftete ungemein lieblich. »Basilus«, fragte Hieronymus Kragenpeter, »was machst du für ein Gesicht? Du siehst aus, als ob du Honig leckst.« Er bekam keine Antwort. Wie ein Geschoss fuhr die Nase des Basilus aus dem Astloch heraus. Ein Schwarm von wütenden Bienen umstreifte die beiden Vettern. »Mein schöner Kragen«, jammerte Hieronymus Kragenpeter und schlug verzweifelt mit den Tatzen um sich. Basilus Mummelpelz nieste buchstäblich Bienen. Es war ungeheuer störend, denn eine Biene im Nasenloch ist kein Gegenstand der Ruhe. Zu Hause leckte Hieronymus Kragenpeter seinen Kragen und kämmte ihn mit den Krallen. »Nun kann ich heute Abend nicht zum Rendezvous gehen«, sagte er. »Die Sonne muss erst meinen Kragen bügeln. Meine Kleine gibt so viel auf gutes Aussehen.« Basilus Mummelpelz kühlte seine Nase unaufhörlich in einer Wasserpfütze. Es waren zwingende innere Gründe dafür vorhanden.
Ich wollte heute in den biologischen Verein für Höhlenbärenforschung, sagte er böse. Beide ärgerten sich sehr. Einer ärgerte sich über den anderen. Astlöcher sind nichts für fette Herren, sagte Basilus Mummelpelz und sah Hieronymus Kragenpeter hämisch an. Für die süßen, heimlichen Honignester darf man keine plumpen Tatzen haben. Sonst geht's einem an den Kragen. Meinst du das nicht auch, Hieronymus? Anderen geht es noch viel schlimmer, sagte Hieronymus Kragenpeter. Mancher steckt bloß die Nase in den Honig. Und schon niest er Bienen.